Hallo zusammen, schauen wir uns noch einmal ein Anwendungsbeispiel an zum Thema physikalische Arbeit, physikalische Leistung, wie man sie berechnet, was für Basiswerte wir für die Berechnung brauchen, wie man Liter in Kilogramm in Newton umwandeln kann. Ein angenommenes Beispiel. Ein Wasserrohr ist leckgeschlagen und verliert ungefähr in 1,5 Minuten 150 Liter Wasser. Wir besorgen uns eine Pumpe und stellen diese Pumpe 3,5 Meter über der Leckenstelle auf und wollen uns ausrechnen, wie viel Watt Leistung diese Pumpe haben muss, um den Wasserspiegel, der austritt, konstant zu halten. Beginnen wir mit unseren Basiswerten. F Force, die Kraft, S Space, der Weg, T Time, die Zeit. Die Kraft erhalten wir aus der Angabe der Liter. 150 Liter Wasser sind ungefähr 150 Kilogramm, das ist natürlich temperaturabhängig. Heißes Wasser ist leichter als kaltes Wasser. Aber ungefähr kann man sagen, ein Liter Wasser hat ungefähr ein Gewicht von einem Kilogramm. Wir brauchen die Kraft aber nicht in Kilogramm, sondern wir müssen sie umwandeln in Newton. Die Umwandlungszahl von Kilogramm auf Newton wäre 9,81. Das wäre kompliziert zu rechnen. Wir wollen es nur ungefähr berechnen. Wir nehmen nicht 9,81, wir nehmen 10 als Umwandlungszahl. Das reicht für unsere Umwandlungen auf jeden Fall. Das heißt, 150 Kilogramm wären dann 1500 Newton ungefähr. Das ist die Kraft, die wir gegeben haben. Der Weg, der zurückgelegt werden muss, sind 3,5 Meter. In Dezimal geschrieben, 3,5 Meter sind zu überwinden. Und die Zeit ist uns angegeben ungefähr mit einer Minute. Das ist ein Strich. Und einer halben Minute, das sind 30 Sekunden. Das bitte ist ein Doppelstrich. Zur Berechnung der Leistung brauchen wir die Zeit angegeben in Sekunden. Das heißt, wir müssen die eine Minute 30 Sekunden umwandeln auf 90 Sekunden. Eine Minute hat 60 Sekunden und die 30 Sekunden dazu sind 90 Sekunden. Wenn wir das haben, können wir uns schon die Leistung der Pumpe ausrechnen. P ist gleich, P steht für Power, Leistung, ist gleich physikalische Arbeit F mal S durch die Zeit. Das ist physikalische Arbeit F mal S. Kraft mal Weg dividiert durch die Zeit. P ist gleich. Wir haben gesagt, wir haben 1500 Newton, die befördert werden müssen über eine Distanz von 3,5 Meter in einer Zeit von 90 Sekunden. Wenn wir das einmal ausrechnen mit dem Taschenrechner, nur den Zähler allein, kommen wir auf 5250 Newtonmeter oder auch Joule als Einheit. Das ist die physikalische Arbeit, die verrichtet werden muss. 5250 Newtonmeter, 5250 Joule.
oder umgewandelt 5,25 Kilojoule. Wir brauchen es aber eher auf Joule, deswegen können wir uns die Kilojoule hier schenken. Leistung ist physikalische Arbeit dividiert durch die Zeit. In unserem Fall 90 Sekunden. P ist gleich und wenn wir das austippen, kommen wir auf 58,3 periodisch, also 58,3333 Watt. So viel Leistung müsste die Pumpe haben, um den Wasserspiegel konstant zu halten. Wenn wir mehr Wasser abpumpen wollen, brauchen wir eine Pumpe mit einer Leistung, die mehr als 58,3 Watt hätte. Also eine 60 Watt Pumpe zum Beispiel, dann bekommen wir mehr Wasser heraus. Oder eine Pumpe mit einer höheren Leistung, dann geht das Abpumpen natürlich schneller. Alles klar?